Aber ich weiß ja nicht, was ihr vom Spiel haltet. Ihr könnt es ja schon mal in die Beschreibung, in die Beschreibung, sag ich schon, in die Kommentare schreiben. Und ich denke mal, 150 pro Woche, das können wir uns leisten. Wir werden doch irgendwie 150 pro Woche auftreiben können. Das heißt, wir können uns noch ein paar Freiwillige rekrutieren. Und es scheint niemand hier Lust zu haben. In diesem Dorf. Reiten wir mal zu dem hier. Und dann werde ich gleich wahrscheinlich hier mal zum Nachbarland reiten. Und da mal gucken, ob wir da auch noch ein paar Leute kennenlernen können. Die vielleicht auch noch mal Steuern haben für uns, weil das mit den Steuern, das lohnt sich ja wirklich. Kann man ja eindeutig sagen. 6 Nordrekruten. Oh, Wahnsinn. Das reicht aber, glaube ich, jetzt auch. 26 Mann, das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Ich denke mal, wert schon 26 Mann. Nicht viele. So. Was ist denn das hier für ein... Was ist denn das hier für ein Land eigentlich? Oder warte mal, ich kann noch mal kurz gucken. Okay. So. Ich schau noch mal ganz eben, was das hier eigentlich für ein Land überhaupt ist. Königreich Swadien, aha. Vielleicht sollte ich mal aufrunden auf 30, vielleicht kriege ich ja auch noch ein paar Freiwillige. 6, komm, das reicht aber dann jetzt wirklich. Haben wir noch 6 Swadische und dann haben wir 32 Mann. Ich glaube, das ist für den Anfang erstmal völlig in Ordnung. Und minus 123. Das ist doch okay. Schauen wir mal, ob wir vielleicht gleich noch irgendeinen General finden von den Swadischen Typen. Vielleicht hat dann noch jemand einen Auftrag für uns. Ich reite mal dazu dieser großen Stadt Suno. Wird bestimmt irgendjemand sein. Oh, da sind Waldbanditen. Wollen wir die mal fangen? Wie schnell sind die denn? 5,1 und ich bin 5,5 schnell. Guck mal, ob wir die kriegen. Waldbanditen. Ist doch immer gut, wenn man die vernichten kann. Packen wir sogar beide Einheiten. Oh, es sind aber schon viele hier. Und sich gleich zu seiner... Oh, der Trupp hat nichts zu essen. Oh, oh, oh. Euer Trupp verliert 3 Moral. Schnell, wir müssen was zu essen kaufen. Hab ich ganz vergessen. Ja, ja, ist ja okay. Tut mir leid, Leute. So, Marktplatz. Warenhändler. Kaufen wir mal ganz schön ein bisschen was zu essen für die. 52, Alter, das ist aber auch teuer. Ich würde sagen, dann gebe ich denen dafür irgendwie hier so einen Scheiß, hier so eine beschissene Axt oder so, was können sie dafür haben? Lederstiefel. Hier kriegen sie die hier. Lederstiefel behalte ich mal. Kriegt ihr noch 2 Helme. Hier diese zerlumpte Scheiße kriegt ihr auch noch. Das ist ein bisschen billiger. Verkaufspreis 1. Kannst du gleich für behalten? Ganz ehrlich. 2-mal Brot habe ich jetzt. Was kann ich denn noch? Oh Gott, das ist alles so teuer. Warum ist das alles so teuer? Brusthähnchen. Nee, Brathähnchen, nicht Brusthähnchen. Komm, 3-mal Brot, das wird wohl reichen. 142 Dinar, komm. Das werde ich mir wohl noch hier mal für meine treuen Leute hier mal erlauben können. Wo ist denn aktuell jetzt jemand hier? Nein, niemand. Wo sind denn die Einheiten? Irgendwo muss doch hier mal so ein General langlaufen. Den wir vielleicht mal anquatschen können. Müsste doch mal möglich sein. Ich glaube, wir können uns irgendwie verbessern. Mal ganz kurz Charakter. Oh ja, wir haben einige Punkte dazu gekriegt. Ich verbessere natürlich mal wieder meine Einhandwaffe. Und werde... Aha. Subteur, erste Hilfe. Chirurgie. So, dass er nur verwundet wird statt getötet. Okay. Inventar. Komm, je mehr wir im Inventar haben, desto besser ist es. Und dann machen wir mal das hier, weil da ist noch einer weniger. Waffenpunkte habe ich noch 5. Und die werde ich dann mal wieder für die Einhandwaffe verwenden. Weil ich glaube, ich werde sowieso keine andere benutzen. Okay, wir müssen sowieso aktuell mein Lager aufschlagen. Also mir gefällt das Spiel sehr gut, ich stehe da total drauf. Also ich liebe ja gerade auch so Ritterspiele und sowas ist dann natürlich nochmal 10-mal besser als jede Art von normalem Ritterspiel, was man so kennt, finde ich persönlich. Ist natürlich auch alles Geschmackssache. Oh, da ist ein Graf drin, das ist doch schon mal gut. Gucken wir mal, ob wir vielleicht mit dem Graf sprechen können. Geht zur Burg. Oh. Oh,
Schick, schick. Hallo, schönen guten Tag, der Herr. Graf. Mein Name lautet Ludwig Ewaldsson. Stehe zu Diensten. So. Hab den Auftrag. Ach, nee, ich will nicht. Bin nicht interessiert. Ich will nicht diesen Scheiß. Warum? Warum? Warum kriege ich immer diese Angebote, dass ich irgendwie jemanden unterstütze bei irgendwas? Ich will das nicht. Ich will einfach nur chillen. Und vielleicht mal Steuern eintreiben. Das vielleicht will ich auch. Weil das auch was bringt. Boah, wie oft hier gekämpft wird. Wurde von König gefangen genommen. Wurde im Kampf besiegt. Konnte aber fliehen. Ja, und die haben auch diese Burg Yaddebel jetzt eingenommen. Die war, glaube ich, vorher noch auf der anderen Seite, oder? Ich weiß es nicht. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich habe mich verloren. Da bin ich. Reiten wir mal hier nach Dürrem. Dürrem. Und gucke mal, was da so abgeht. Oh, da sind wieder Deserteure. Vielleicht kriegen wir die ja. Oh, sie bleiben sogar stehen. Wie nett. Oh, da sind zwei. Scheiß auf die Deserteure. Das ist mir jetzt wert. Graf Belanz. Hier zu Diensten. Sehr schön. Du. Blabla. Auftrag. Nein, er hat keinen Auftrag. Schade. Vielleicht der andere. Hallo. Graf Greinwart. Guck mal, der sieht auch schon sehr, sehr wohlhabend aus. Ich stehe zu Diensten. So. Nein, er hat auch keine Aufgabe. Mann. Dafür bekomme ich vielleicht die Deserteure. Ah, sie waren verwirrt, deswegen kann ich sie jetzt einholen. Haha. Wenn ich mal fertig bin, werde ich es bereuen. So. Wir haben 32 Soldaten und werden sie einfach mal überrennen. Natürlich werden wir natürlich trotzdem strategisch vorgehen. Kennt mich ja. Oh Gott, meine Nase. Ah, es tut mir so leid, Leute. Oh nein, Kavallerie zurück, Kavallerie zurück. Ah, 3, F1, mir nach. Oh, die Kavallerie rennt einfach schon mal vor. Soll doch mir folgen. Soll doch nicht reinstürmen da. So, ihr stellt euch jetzt einfach mal. Das ist doch scheiße hier. Die Ebene, das ist doch alles kacke hier. So. Versuchen jetzt mal hier. Eins bleibt einfach hier stehen. Und zwei. Zwei bleibt. Stückchen weiter hier vorstehen. Ungefähr hier so. So, und die Kavallerie kommt mal mit mir mit. Und wir gucken schon mal, dass wir hier vielleicht an die Seite gehen. Oha. Schon viele Leute haben wir. Zwei Kavallerie habe ich jetzt schon. Finde ich ganz geil. Oh. Ein Nordjäger wurde von mir getötet. Ich glaube, wir sagen eins mal, die sollen angreifen, weil sonst die gegnerischen Bogenschützen ist, glaube ich, besser. Habe ich gleich nämlich selbst keine Bogenschützen mehr. Und die Kavallerie kommt auch mal mit. Ich glaube, die haben nur Bogenschützen, das ist doch gerade das Problem. Das habe ich nicht bedacht. Habe ich unnötig hohe Verluste. Das tut mir sehr leid. Macht sie alle. Gibt ihnen Punch in their face und so. Okay. Wir sind tot. Er läuft. Nicht mehr lange. Ach, ich kann natürlich nicht treffen. Klar, ich schieße natürlich den Boden. Good job. Komm schon, den werden wir doch irgendwie kriegen. Boah, der rennt da aber. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Oh, vor den Rücken. Kadisch.
Bin auf Stufe 3 aufgestiegen. Sehr gut. Also, wir haben 2 verwundet, 2 Nordrekruten und 3 Nordjäger, 3 getötet. Oh, wir haben 3 Nordjäger verloren, das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir müssen noch, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Nee, das geht leider nicht mehr. Schade. Oh, ich darf nicht mehr so viel Geld ausgeben. Ich habe jetzt langsam nicht mehr so viel. Den nehmen wir mal gefangen. Maximale Truppengröße erreicht. Aha, auch geil. Naja, gut. Nehmen wir mal die ganzen Sachen hier mit. Alter, was ein Helm. Plus 31. Alter. Epischen Helm haben wir jetzt hier. Ein Pfeil haben wir auch. Großer Sack Pfeile. Oder viele Pfeile, eher gesagt. Wir müssen schon wieder einiges verkaufen. Und 134 Dinar haben wir auch noch bekommen. Hat zwar 3 Bogenschützen verloren, aber ich denke mal, das ist was, womit wir leben können. Und meine Nase ist natürlich mal wieder volle Kanne am Laufen. Und genau aus diesem Grund würde ich auch sagen, wir haben ja jetzt einiges geschafft. Oh Gott. Ich drehe gleich durch. Wir quatschen jetzt noch einmal diesen Typen an. Hallo, hallo, hallo. Ich will dich kennenzulernen. Nein, ich möchte nicht. Möchte keinen Trupp irgendwie, keine Ahnung. Oh ja, da kommen wieder welche. Ist die gerade. Ja, das sind die gerade von gerade. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das jetzt hier noch durchziehen kann. Weil, ich glaube, ich gehöre einfach nur noch ins Bett für heute Abend. Aber irgendwie habe ich einfach Bock, das noch durchzuziehen. Nur ich müsste dann jetzt einmal wahrscheinlich völlig ausschnauben gehen, weil ich bin gerade aktuell wirklich. Ah, Graf Clays. Schön, Sie kennenzulernen. Also, mein Sohn Graf Dylan ist von. Okay. Müsste mein Sohn im Gefängnis befreien? Unter Umständen ist eine Lösung zu zahlen. In diesem Fall würden wir Ausgaben bis 5000 Dinar entschädigen. Okay. Nee, das machen wir nicht. Ich glaube, ich kann dem nicht helfen. Weil dafür haben wir einfach zu wenig Truppen. Kenne ich euch? Ich heiße Ludwig. Wie immer. Okay, habt ihr Aufgaben. Dieser Frieden mit Sanat interessiert mich nicht. Frieden ist immer gut. Schade eigentlich. Ich dachte, vielleicht hätte einer oder der ein oder andere noch irgendwie Steuerkram für mich. Weil das mit den Steuern, das lohnt sich wirklich. Tja, und jetzt stehe ich da bei ein paar Trüppchen. Oh, schwadische Rekruten kann ich zu Miliz machen, immerhin. Viel zu teuer mittlerweile. Ich habe gesagt, 150 ist die Grenze. Karawanenwache. Komm, Kavallerie ist immer gut. Boah. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich aufhören. Jetzt ist endgültig Schluss. Das ist jetzt die Grenze. Ich werde jetzt nichts mehr weiterentwickeln erstmal. Weil sonst wird es einfach zu teuer. So. Gucken wir nochmal in der Burg nach. Ob da vielleicht jemand drin ist. Mit dem wir noch quatschen können. Nee, niemand. Schade. Ist immer noch ein bisschen nervig, dass man so weit reiten muss immer. Das ist ein bisschen doof. Aber, ja. Ist halt realistisch, ne? Man muss halt reiten, wenn man irgendwo hin will. Passt schon. Gucken wir mal. Lu. Ich hab geguckt, ob jemand drin ist. Ist der jemand drin? Nö. Irgendwer muss doch noch was haben mit Steuern für mich. Kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Oh, meine Nase läuft einfach nur noch durchgehend. So. Auch neues Taschentuch. Oh yeah. Der Mentor ist krank und macht trotzdem Let's Plays. Das müsst ihr mal sehen. Das ist Wahnsinn, ne? Mein Name lautet Ludwig. Und ich möchte gerne, dass ihr für mich Steuern irgendwie was habt. Nein.
Ich bin nicht interessiert. Ich möchte nicht. Ich stehe zu Diensten. Doch ich kenne die Farben. Ich sehe, ihr seid ja auf der Suche nach Reichtum und Ruhm nach Kanada kommen. Wenn diese ja, ja, ist okay. Aufgabe? Nein. Ich möchte euch was fragen. Privat. Okay, ja, gut, in Ordnung. Sind ja alles eigentlich ganz nette Leute. Oh, ich muss ein Lager aufschlagen. Ein Lager aufschlagen. Oh, da kommt doch hier einer von unseren blauen Freunden. Den kennen wir doch vielleicht sogar schon, oder? Kennen wir den schon? Ja, den kennen wir schon. Habt ihr jetzt vielleicht eine Aufgabe für mich? Nein. Ja, man muss immer am Anfang, glaube ich, erstmal ein paar Aufgaben eben suchen. Haben wir den schon? Stehen! Halt, stopp! Halt, stopp! Ich will mit Ihnen reden. Mein Gott, da reiche ich dir mit 3 Kilometer hinterher. Doch, den habe ich doch gerade erst gehabt. Ich bin noch ein Trottel. Naja, passt schon. Gucken wir mal. Vielleicht ist hier ja jemand. Nein. Reiten wir mal in die Richtung. Es ist gar nicht so einfach alles hier. Gar nicht so einfach zu überleben. Muss man erstmal schaffen. Hier ist auch kein Ah, da kommt einer. Passt doch genau. Schönen guten Tag. So, habt ihr eine Aufgabe? Nein. Ach, warum? Warum? Warum haben alle keine Aufgabe? Ich will doch einfach nur. Warum, warum, warum? Ist eine Banane, Banane krumm? Nein. Ich will eigentlich jetzt nur erstmal dafür sorgen, dass wir schon mal ein paar Einnahmen haben. Dazu muss ich aber nochmal irgendeinen Auftrag bekommen. Ich glaube, wir nehmen jetzt sogar mal, wir haben ja eigentlich sogar noch Aufträge, fällt mir gerade ein. Botschaft überbringen, da haben wir noch ein bisschen Zeit. 16 Tage, ist es okay. Flüchtlingname ist momentan in Odasan. Wo ist denn Odasan? Ach, das passt doch. Guck mal, dann reiten wir doch mal gleich dahin. Reiten wir doch gleich mal dahin. So, auf geht's. Auf nach Odasan oder wie das auch immer heißt. Ja, ja, alles gut. Mal, ob wir den da finden. Den Verdächtigen. Und dann müssen wir ja auch wieder zu dem anderen Typen reiten. Und ihm Bescheid sagen, dass wir den Spacken gefunden haben. Und da kriegen wir, glaube ich, was war das? 500 oder 300 war auf den ausgesetzt. Ist ja eigentlich recht viel. Das müssen wir normalerweise schaffen. Oh, ob ich noch genug Fressen habe für die Typen. Boah, die haben schon ganz das Brot aufgefressen, die alten Säcke. Frech, frech. 340 Männer. Alter, wie viele Männer. Könnt ihr mal sehen, das ist ja als kleiner Typ hier, da hast du ja gar keine Chance. Als kleiner Mensch hier. Aber wir haben es immerhin geschafft, bevor es dunkel wird, hier hinzukommen. So. Wir gehen jetzt einfach mal zum Dorfzentrum. Ich soll ja hier diesen Verdächtigen finden. Hallo. Suche einen Mann namens. Also er kennt ihn scheinbar nicht. Schauen wir uns mal um, ob wir den vielleicht hier irgendwo doch finden. Wenn der versteckt sich hier irgendwo, da ist der das. Na, auch nicht. Oh, hört ihr die Hühner? Schöne Landschaft. Ist zwar ein bisschen unrealistisch bergig, aber naja, passt schon. Ist ja auch nur ein Spiel, was wie gesagt auch schon älter ist. Da ist das, denke ich mal, völlig akzeptabel. Auch wenn sie gerade durch den Heubusch durchgegangen ist, aber passt schon.
Ich habe da wie gesagt nichts gegen. Alles gut. Alles supi. Die Windmühle scheint aber auch schon ziemlich mitgenommen zu sein. Ist hier jemand? Hallo, guten Tag. Ist hier jemand? Und der Shader, der geht ja eigentlich noch. Der Himmel sieht ja ziemlich schick aus. Die Sonne ist auch gut. Hat schon was. Und die Leute sind ja auch in Ordnung. Das einzige Manko ist, wie gesagt, so ein paar Details hier. Die Grafik ist halt schon sehr veraltet. Vielleicht da oben der Typ da, der da steht.